Grüße Pop war noch mein Antwort. Ja, danke, wo wir wieder her. Unserer Teampräsentation. Wir wollen ja heute die Mannschaften vorstellen: Team Jäger und Keppel Hypotek, das regionale Amateurteam, in dem auch der Nachwuchsunterbau dieser Mannschaft aufgehängt ist mit den Nachwuchsfahrern und natürlich dann als Höhepunkt das meinradladen.de Südwest Bundesliga-Team mit den Sportlern, die in diesem Jahr an die Erfolge aus dem Vorjahr auf nationalem Niveau anknüpfen wollen und gehen auch ein bisschen, wie wir das gewohnt sind, auf die Ausrüstung der Mannschaft ein. Ja, herzlich willkommen heißen möchte ich zum einen natürlich unsere Sponsoren und ganz besonders natürlich den Hausherrn hier, der Firma Hypotek, unserem Hauptsponsor, einem unserer ganz großen Sponsoren. Wir haben ja
mit dem Autohausjäger und Keppel in Speyer noch einen zweiten dieser Größenordnung und auch Lüttich an der Pfalz folgt seit diesem Jahr dicht dahinter. Ja, herzlichen Dank, dass wir wieder hier sein dürfen, genau über dem Jahresabschluss. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und ich denke, wir haben hier eine optimale Location auch für diese Veranstaltung. 2015 war ein sehr erfolgreiches Jahr zur Mitte unserer Dreijahresperiode, was die Sponsorenverträge angeht. Es war das beste Jahr in der Teamgeschichte. Einschneidendes Erlebnis gleich zu Beginn. Wir haben uns aufgrund der Erfolge in den Jahren 2013 und 2014 mit den Fahrern damals entschieden, das Wagnis einzugehen, eine Mannschaft in der Bundesliga zu melden, haben eine neue Vermarktungsplattform geschaffen mit dem Bundesliga-Team, das dann den Namen bekam, mein Radrad DE Südwest-Team, wollten, wie das so üblich ist, als Aufsteiger und Neuling in der Bundesliga uns etablieren, wollten nicht absteigen, das heißt nicht in den letzten drei Teams landen, auch wenn die Abstiegsregelung in der Bundesliga im Radsport nicht so existent ist, so funktioniert, wie das beim Fußball oder beim Handball der Fall ist. Aber wie gesagt, Ziel war nicht in den letzten drei der 18 Teams zu landen. Ja, es hat sich relativ früh gezeigt, dass das Ziel keineswegs zu hoch gesteckt war, ganz im Gegenteil. Die Mannschaft kam relativ gut in die Saison, offenbarte hier und da aber auch noch Steigerungspotenzial, war dann aber beim ersten Rennen in Chemnitz der Erzgebirgsrundfahrt auf dem Punkt topfit, gleich Platz 8 in der Gesamttageswertung, in der Mannschaftswertung und hat damit einen Start nach Maß vollzogen. Die nächsten Rennen liefen nicht weniger erfolgreich. Wir haben uns letztendlich stabilisiert in dem Bereich zwischen Platz 8 und 12. Das waren so die weiteren Tagesergebnisse. Und am Ende des Jahres kam die Mannschaft immer besser in Schwung. Die Stimmung war hervorragend und wir haben nicht nachgelassen, sondern immer weiter zugelegt. So kam am Ende ein hervorragender 9. Platz im ersten Jahr in der Bundesliga von 18 Teams dabei heraus, auf den wir sehr, sehr stolz sind. Weiter gab es natürlich auch regional große Erfolge, wobei der wichtigste Erfolg eigentlich auch ein überregionaler Erfolg war. Das war der Erfolg, der Sieg von Jonas Rapp beim 200-Kilometer-Klassiker in Bennheim, der mindestens genauso gut besetzt war wie jedes Bundesliga-Rennen. Ich habe es live kommentieren dürfen, gemeinsam mit Alfred Eicher, der heute auch hier ist, mein Sprecherkollege, der schon viel Erfahrung hat bei internationalen Rennen bis hoch zur Weltmeisterschaft, wo er damals in Stuttgart moderiert hat. Und es war wirklich ein herausragender Erfolg fürs Team, den wir so nicht erwartet haben. Der auch das Resultat war der guten Mannschaftsarbeit, denn nur weil die Mannschaft gut funktioniert hat, konnte Jonas seine Stärke ausspielen. Außerdem gewann Jonas 3 Landesverbandsmeisterschaften, sowohl den Cross-Titel, damals zwar noch in einem anderen Trikot, war aber schon bei uns im Team, da die Cross-Saison sich ja immer ein bisschen überschneidet mit der Vorbereitung auf die Straßensaison. Er gewann den Titel in Zeitfahren und auch ganz souverän gegen die Profikonkurrenz dann den Titel einer Straßenfahren in Bann. Den 13. Platz in der Gesamteinzelwertung der Bundesliga von Robert Müller möchte ich an der Stelle auch nicht unvergessen lassen. Das zeigt, wie konstant der Robert in diesem Jahr, aber auch schon in den Jahren davor, einfach seinen Job erledigt hat und mit Motivation und Freude am Radsport wirklich sich zum Spitzenfahrer auf nationalem Niveau entwickelt hat. Und das unterstreicht auch sein wichtigster Sieg, den er herausgefahren hat im letzten Jahr, nämlich der Sieg beim Rennen in Mehlingen, das ja für uns so eine Art Heimrennen ist. Mehlingen, hier direkt in der Nachbarschaft von Kaiserslautern, ist der Heimatverein unseres Udo Wagner, unseres Hauptsponsors Vipotec. Und da wollen wir uns ganz besonders gut präsentieren, was in diesem Jahr wirklich hervorragend gelungen ist. Vipotec war von Anfang an im Jahr 2008, damals auch unter einem anderen Namen, gegründet worden, um hier in der Region bei den vielen pfälzischen Rennen sich zu präsentieren, die Fahrer zu präsentieren, die Sponsoren zu präsentieren und da erfolgreich Fuß zu fassen. Dieses Ziel wird weiterhin unverändert bleiben. Wir werden weiterhin mit dieser Mannschaft versuchen, in der Pfalz und den benachbarten Regionen in Südwest- und Süddeutschland Erfolge einzufahren. Wie ich gesagt habe, es ist ein bisschen schwieriger geworden, weil so ein Fahrer wie Robert, der in den vergangenen drei Jahren dieses Team eben geprägt hat und der maßgeblich für die Erfolge in dieser Mannschaft stand, nicht mehr dabei ist und das Trikot nicht mehr anhat. Ihn zu ersetzen ist unwahrscheinlich schwer. Grund ist ganz einfach, es muss ja ein Fahrer sein, der hier in der Region seinen Lebensmittelpunkt hat und jede Woche hier starten kann. Dazu muss er noch eine Vorliebe haben für Kriterien und damit er in die Bundesliga passt, gleichzeitig noch in der Lage sein, entsprechend am Werk abgehängt zu werden und vielleicht sogar einen anderen dort selbst abzuhängen. Und wie gesagt, dann muss er so stark sein bei den Kriterien, um da mit dem Besten mitzuhalten und vielleicht auch dann einen Simon Uber mal abzuhängen. So einen Fahrer findet man eigentlich nicht.
Wir freuen uns, dass wir aber dahinter unsere zuverlässigen Helfer begeistern konnten, wieder dabei zu bleiben und doch den einen oder anderen Fahrer dabei haben, der sich vielleicht, wenn er sich entsprechend entwickelt oder zu alter Leistungsstärke wieder zurückfindet, den Robert zumindest so ein bisschen vergessen lassen kann oder auch dann ärgern kann, weil wir dann immer direkt auf ihn treffen. Dementsprechend, wie gesagt, müssen wir die Zielsetzung ein bisschen runterschrauben. Wir werden uns nächstes Jahr noch mehr freuen über jeden Top-10-Platz, den wir erreichen. Und aufs Podium kommen werden wir uns sehr, sehr freuen. Und wenn wir dann vielleicht doch mal ein Rennen gewinnen, und dann werden wir uns genauso freuen, das ist an der Stelle schon versprochen, wie damals in Bayern war, sein Sieg. Damit wir auch weiterhin hier regional präsent sind und auch Bundesliga fahren können, ist Nachwuchsarbeit sehr wichtig. Und deswegen haben wir von Anfang an schon auf Nachwuchs gesetzt und davon profitieren wir noch. Ich komme später noch, wenn ich die einzelnen Fahrer vorstelle, ein bisschen genauer dazu, wo man schon von Fahrern profitiert hat, die in dieser Nachwuchsarbeit im Anführungsstrich herangezogen wurden. Deswegen möchte ich jetzt vorstellen, diejenigen, die dann in ein, zwei oder in einem Fall auch vier Jahren dann vielleicht unser Trikot in der Bundesliga oder hier regional bei den Kriterien vertreten, nämlich unsere Fahrer im Nachwuchsförderkreis, also wenn sie hier sind. Und wir beginnen mit dem Jüngsten. Das ist unser Philipp Schäfer-Morell, der in diesem Jahr das erste Jahr Jugend fährt. Kann man kurz vorstellen. Schülern U15 hat er gezeigt, dass er in der Pfalz in seinem Jahrgang mit der Allerbeste ist. Konnte sowohl im Sprint wie auch am Berg überzeugen, also noch ein absoluter Allrounder. Wenn wir mal schauen, wo er sich dann später noch hinentwickelt. Jetzt in erster Jugend wird es ein bisschen schwerer haben, aber der eine oder andere Podiumsplatz ist ganz sicher in der neuen Altersklasse möglich. Weit weg, jetzt Moseland nach 4. Dann bin ich der Max Fischer nach vorne. Er ist in diesem Jahr neu bei uns, hat einen schwierigen Einstieg bei uns gehabt, weil er sich gleich mal die Achillessehne angerissen hat, ist erstmal ausgefallen. Ja, jetzt ist das Ganze ausgestanden, hat heute auch die Mannschaft dann quasi das erste Mal so richtig kennengelernt und auch er fährt im nächsten Jahr Junioren und auch ihn werden wir hoffentlich dazu bringen, dass er sich diese Erfolge letztendlich visualisieren darf in Form von Blumen und Schleifen, eben in Medaillen im Zimmer. Wir kommen zum siebten Fahrer, das ist einer, der schon sehr lange bei uns ist, das ist der Carsten Siegel. So, vielleicht kommt er noch ein Stück weiter nach links, das sieht man nicht noch. Gut, der Carsten, alter Hase im Radsportgeschäft, hat das Ganze von der Pike auf gelernt, von Tour 11 aufwärts, mittlerweile angekommen, im letzten Jahr in der Nachwuchsklasse, zweites Jahr Junioren. Sein Ziel ist es ganz klar, sich in der nationalen Spitze zu etablieren. Kevin Hypotech wird sich zusammensetzen, nominell aus den Fahrern, die auch für die Bundesligamannschaft gemeldet werden und dort gelistet sind. Allerdings muss man jetzt hier unterscheiden zwischen einem Kernteam, das sind eben die Fahrer, die wirklich hier in der Region, in der Pfalz, beziehungsweise unmittelbar an die Pfalz angrenzend leben, dementsprechend häufig in der Pfalz Rennen fahren, regelmäßig in der Pfalz Rennen fahren, wenn der Bundesliga-Wettkampf ansteht, immer wieder die Wettkämpfe hier suchen und dann auch als Team das Ganze zu beschreiben. Darüber hinaus wird es immer mal wieder vorkommen, dass einer der anderen Fahrer aus dem Bundesliga-Team ebenfalls hier in die Pfalz kommt und das eine oder andere Rennen fährt. Dann wird er dieses Team Jäger und Kevin Hypotech in diesem Team-Trikot dann unterstützen. Und so erhoffen wir uns mit der großen Konkurrenz, beispielsweise aus Roschbach oder dem aufgerüsteten Weltheimer Team, weiter eben mithalten zu können. Weltheimer hatten wir bisher in den letzten zwei Jahren gut hinter uns gelassen. Ich hoffe, dass uns das auch in diesem Jahr vielleicht gelingt. Die Roschbacher, die sich auf diese Rennen spezialisiert haben und seit Jahren eingespielt sind, möchte ich, beziehungsweise werden so hochgegriffen, zu behaupten, dass wir denen Konkurrenz machen und die Siege der Reihe nach wegschnappen, das wird wohl so nicht gelingen. So, und die Fahrer, die das Ganze bewerkstelligen sollen, werden wir jetzt auch der Reihe nach vorstellen. Und auch da beginnen wir mit dem Jüngsten in der Mannschaft, das ist der Lukas von Köln. So, der Lukas von Köln ist in diesem Jahr gekommen vom VC Regensburg, hört sich weit an, ist aber eigentlich ein echter Pfälzer, sogar ein echter Südpfälzer, passt von daher perfekt ins Team. Der Köhler. Kommen wir von einem sehr jungen Fahrer. Applaus
zu einem der Erfahrenen, der auch schon im dritten Jahr bei uns in der Mannschaft fährt. Alexander Köhler ist ein Fahrer, der das Team immer wieder unterstützt, und zwar mit seinen Ausgleichsversuchen. Er ist ein sehr tempoharter Fahrer, der immer wieder Attacken setzt, versucht kurz vor den Wertungen die Gegner unter Druck zu setzen. Über den bei Giant Alpecin bei der Präsentation gesagt worden wäre, das ist der Fahrer, der die DNA des Teams im Blut hat. Das ist unser Benjamin Körner. Obwohl der Benny erst 22 Jahre alt wird, und das relativ spät, nämlich im Oktober, ist er der dienstälteste Fahrer im Team, hat die komplette Nachwuchsförderlaufbahn 4 Jahre beginnend auf den Junioren im Team, ab der Jugend im Team absolviert. Weiter geht's mit ebenfalls einem schon routinierten Fahrer, muss man so sagen, wird dieses Jahr 30, das ist der Christoph Hensch. Inzwischen auch schon einer der dienstältesten Fahrer, kam quasi im soliden Rennfahreralter von 26 zu uns. Ja, inzwischen ist der Christoph das 4. Jahr bei uns und fühlt sich immer noch wohl. Wir kommen zu einem, von dem ich mir sehr viel verspreche in dem Jahr. Auch er wird sich ein bisschen verändern. Vielleicht drückt die Arme ein Stück nach links, dann kriegen wir wieder Platz. Das ist der Oliver Schroler. Hier sind wir wieder bei unserer Nachwuchsarbeit. Oliver Schroler fuhr im Jahr, ich meine es war 2012, bei uns in der Junioren-Bundesliga-Mannschaft, die wir in dem Jahr aufgelegt haben, weil der Landesverband es nicht geschafft hat, alle Talente in Rheinland-Pfalz über die Bundesliga-Maßnahmen zu fördern. Ein Mann fehlt noch. Ich habe gesagt, bis zum 1.7. Der Mann, der jetzt noch kommt, ist am 1.7. beheimatet in Karlsruhe. Davor jetzt für die Vorbereitungsphase noch bis, glaube ich, Ende April, wenn ich es richtig weiß. Danach geht er zwischenzeitlich wieder in Hamburg. Und das ist der Mann, bei dem ich hoffe, dass er den Robert einigermaßen zumindest ersetzen kann. Und ich bin richtig froh, dass das geklappt hat über die Verbindung mit dem Robert, der quasi für seinen eigenen Nachfolger ein bisschen gesorgt hat. Deswegen freue ich mich, dass der Heinrich Berger heute hier ist, dass wir ihn hier vorstellen können. Der Heinrich war im Jahr 2014, also nicht allzu lange her, Gesamtdritter der Rad-Bundesliga, und ich glaube, mehr braucht man nicht zu sagen, wenn es um Qualität eines Rennfahrers geht. Ja, und darauf freuen wir uns und wünschen auch Heinrich alles Gute und hoffen, dass er dieses Jahr viel Spaß hat bei uns im Team. Und dann, denke ich, werden die Erfolge automatisch kommen. So, dann könnt ihr euch setzen. Team. Wie gesagt, Name, mein Radladen.de Südwest-Team, so wie vorher. Mein Radladen.de ist unser Team interner Online-Shop, bei dem jeder einkaufen kann und bei dem wir einfach versuchen, den einen oder anderen Euro für die Mannschaft dazu zu verdienen. Dieser Name wird so lange Bestand haben, bis wir hoffentlich, und daran arbeitet der Herr Schwarz intensiv, einen Namenssponsor präsentieren können, der unser Budget merklich steigert und auf das erhöht, was andere vielleicht schon jetzt zur Verfügung haben. Dass wir auch ohne dieses große Budget ganz gut mithalten können, mit den anderen haben wir gezeigt. Und deswegen wollen wir unsere Zielsetzung in diesem Jahr nicht so formulieren wie im Vorjahr, sondern wir wollen das, was wir im Vorjahr sportlich gezeigt haben, in diesem Jahr bestätigen. Demzufolge will das meinradladen.de Südwest-Team im nächsten Jahr, beziehungsweise jetzt 2016, wieder eine Top-10-Platzierung erreichen. Und ich denke, das Ganze ist auch möglich, weil die Mannschaft insgesamt, die ich jetzt vorstellen darf, ein Tick ausgeglichener besetzt ist als im vergangenen Jahr. Wir haben es ja jetzt schon alle gesehen, als wir das Mannschaftsfoto geschossen haben und das Teamtrikot präsentieren, der Andreas Schindler und der Jan Schmidt. So, einer darf sich dann mal umdrehen, dass man es von vorne und von hinten sieht. So, wir machen weiter. Und kommen zur Präsentation unseres neuen Teamhelms, dem Limar Ultralight Plus, und der wird präsentiert von Jonas Engel. Ja.
Übrigens, wir haben vom Bieler das Air Pro Trikot, das ist das hochwertigste Trikot, was es gibt, auch das noch angefügt. Und dieses Trikot kostet normalerweise 99,90 €, wenn man das kaufen will. Und wir kommen zum nächsten Ausrüstungsgegenstand, zum nächsten Sponsorin, das ich kurz beleuchten will. Es geht um unser Teamrad, auf dem wir die Rennen beschreiben. Das Teamrad kommt in diesem Jahr wieder von Giant, heißt TCR Advanced Pro 1. Und vorstellen wir zu Mr. Gebauer. Ja, für den Georg Krause gilt im Endeffekt genau dasselbe, was wir eben über den Jonas Engel gesagt haben. Aber zunächst einmal gehen wir aufs Rad ein. Das ist ein Vollcarbonrahmen, was mittlerweile ja Standard ist. Wir haben in dem Jahr, das hatten wir letztes Jahr nicht, eine Vollcarbon-Gabel, letztes Jahr haben wir noch eine Gabel mit Aluschaft, was das Rad ein bisschen schwerer gemacht hat. Also auch hier haben wir uns verbessert. Der TCR-Rahmen, die ganze TCR-Serie von Giant, dem weltgrößten Radhersteller, wurde in dem Jahr neu aufgelegt. Und wir kommen zum nächsten Rad, das ich kurz präsentieren möchte. Das ist ein Rad, das wir auch letztes Jahr schon hatten, unser Zeitfahrrad. Und das präsentiert einer, der Zeitfahrer liebt, nämlich unser Thorsten Glatz. Ja, der Thorsten ist in diesem Jahr erstmals dabei bei einer Teampräsentation von uns, war aber auch schon im letzten Jahr dabei, allerdings als Späteinsteiger. Nachdem er im vergangenen Frühjahr sehr starke Rennen gefahren hat, unter anderem Platz 8 bei Rundenbüren, Platz 6 in Polch, bin ich auf ihn aufmerksam geworden, final. Auch vorher hatte ich ihn schon ein bisschen im Auge, wollte ihm auch noch die Zeit geben. Okay. Danke.